Hallo Freunde von Bikini Button, mein Name ist Ralf und wir spielen eine weitere Folge SpongeBob SquarePants. Grüße gehen raus an alle meine Zuschauer, die das Let's Play so feiern wie ich. Deswegen heute geht mal einen Daumen raus an euch. Cindy, mach mal Daumen hoch hier, komm, mach mal was. Sag mal was Cooles für die Zuschauer. Jetzt schauen sie alle auf dich. Genau. Hayata! Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Aber die Aufgabe der letzten Folge war, Klopapier zu sammeln und damit die Corona-Epidemie abzustellen. Ne, müssen wir natürlich nicht. Wir müssen hier oben, ganz da oben, die Antenne für, wie heißt der Dude eigentlich nochmal? Ich hab schon wieder seinen Namen vergessen. Bitte tausche meine für Larry Antenne die Antenne am tauschen. Ende der Dächer aus. Machen wir Larry, kein Problem. Ich werde erstmal hier safen. Achtung, Eichhörnchen im Anflug! So, jetzt frage ich mich gerade, wie kommen wir denn da rüber? Okay. Oh nein! Oh, die Shit, was ist das, eine Bombe? Au. Ja, gut. Oh Gott, ey, der Fisch. Aua, ey. Sau gut. Ja, da freut er sich, der Roboter. Ja, war nicht schlecht. Muss man ihm lassen. War nicht schlecht. Je glänzender, desto besser. Ein Ungeziefer weniger. Meine runtergefallen, ey. Cindy ist ja schon, Sandy ist echt total gut drauf mit dem Seil hier. Und da oben gibt's wieder ein Lenkrad bei uns, sehr gut. Oh! Hat schon, ich fall jetzt da rein irgendwo. So, erstmal umgucken. Oh! Das war das Wegboxen. Ja, komm ich da mal rein, ne, schade. So. Wir schwingen uns wieder durch die Städte. Ist echt die beste hier, ohne Scheiß. Die macht nur so Laune hier mit dem Seil und mit dem Springen und Fliegen. Okay, das kostet richtig Punkte hier. Oh. Ah, neuer Weg. Oh! Nein! Oh. Okay. Da stand drücken und ich habe gehorcht. Yeah! Komm schon, diesmal schaffen wir es. Komm schon! Zieh dich hoch! No! Gar nicht so leicht, sich da lang zu hangen. Merke ich gerade. Ganz ehrlich, wäre nicht schlecht gewesen, hätte ich auch mal versucht, zumindest irgendwie da heranzukommen, ja? Das ist ganz schön weit, wow! Fliegen wir mal ein bisschen. Ich glaube, das ist mein Ziel und krieg ich's hin. Ich krieg's hin, Leute. Boah, nicht schlecht. Gut gemacht. Checkpoint haben wir auch noch. Hier unten haben wir wieder so einen Fisch, den wir erstmal verprügeln. Oh, ich kann... Ah, muss ich jetzt zu SpongeBob werden oder zu Patrick? Nee, hier kann ich nicht wirklich drauf. Ah, das dreht jetzt mich wieder am Anfang. Aber gut, so habe ich zumindest den Funwender mir besorgt. Die Dinger haben übrigens jedes Mal einen neuen Namen bei mir. Hier schön in der Mitte stehen bleiben. Super gemacht. Ja,
Was eine Kombi, Leute. So, jetzt sind wir wieder da, wo wir hin wollten. Dieser Helikopter-Sound immer. Punkte. Hopp, wollte ich darüber? Ich weiß nicht. Ich wollte eigentlich darüber. Krieg ich's hin? No, ich krieg's nicht hin. Nein, 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 nein! Oh. Das ist für Texas. Ich will die Socke für Patrick holen. Was hab ich denn der Hund jetzt angegriffen? Okay, wo war denn die Socke? Wo bin ich denn jetzt überhaupt gelandet? Hier war ich doch überhaupt nicht. Da bin ich von hier drüben gekommen. Nee, ne? Hä? Ich bin grad ein bisschen verwirrt. Das ist aber schön. Out! Leg dich niemals mit Texas an! Jetzt irgendwo Unterwäsche. Kann ich auf jeden Fall hochspringen. Ich bin auch entsetzt. Tja, oh wie geil, Crazy Cola. So, so, warten wir mal, bis wir durchfahren. So. Ja, wir haben ein bisschen Zeit. Ich würde sagen, wir sammeln die Punkte ein. Und das Lenkrad unten muss ich auch holen, Leute. Da muss ich nochmal hin. Ich kann das nicht einfach hier sitzen oder hier stehen lassen. Oh nein, warum ich komm ich da wieder rüber? Ja, okay. Nein, nein, nein. Oh. Okay. So, jetzt bin ich hier oben. Ich frage mich aber, wie ich da rüberkomme. Ich hätte aber. Ah, ich bin auch ein Idiot. Ich hätte da erst rechts hinspringen müssen und dann hier runter, oder? Oh no. Vorhin habe ich schon versucht, darüber zu springen, aber das habe ich nicht geschafft. Ich glaube, ich kann hier rüber segeln. Okay, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Hallo, Fisch. Yay. So, die Socke von Patrick würde ich aber auch holen. Kann ja nicht sein, dass ich Patricks Socke da einfach ignoriere. So, höchster Punkt hier. Ab geht's zu Patricks Socke. Muss ich wirklich Patrick Socken mitnehmen? Ja. So, ist hier rechts irgendwas? Nee. Du wirst schon beim Zug auf den Schwindel. Autsch! Gib mal. Eine Erfrischung! Und kommen wir da hoch zu dem Ding. Nice. Das hat Punkte gegeben. Komme ich nicht von hier. Ich muss da rüber, ne? Ich habe gerade festgestellt, dass ich rückwärts gegangen bin. Sieht so aus, als müsste ich über das Rohr laufen. Oder. Oh! Hier drüber hangeln.
Ah, das war ein kurzer Ritt, aber ein guter Ritt. Schöne Kombo. Und wir holen uns den Wender. Let's go. Gut gemacht, halt. So, und ich glaube, hier muss ich wieder wechseln. Hier kann ich nämlich nicht mit Cindy irgendwie draufhauen. Ich würde sagen, was kriegen wir denn? Patrick? SpongeBob? Ah, SpongeBob. Hallo, Spongy. Schön. Und wir haben hier den Checkpoint. Oh, wie funkelnd. Ah, eine Socke. Let's go. Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Endlich mehr Socken für Patrick. Alles klar, Kinder. Fertig? Was? Was muss ich denn tun? Die Maschine zerstören, glaube ich, weniger. Muss ich Punkte sammeln? Ich weiß nicht. Ich muss. Das war doch mit Sicherheit nicht die. Wow! Okay, ich muss mit Sicherheit die. Ah, ich muss die Maschine zerstören. Ouch! Nimm das! Ich fühle mich wie ein Oh, Mann. Schwamm! Ouch! Die muss ich ja von oben mit SpongeBob zerstören. Okay, wo sind sie jetzt? Oh, okay, da oben. Okay, hier ist noch so ein Spuckfotzi. Huh. Sehr gut. Max. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Oh cool, ich bin gerade so runtergezoomt, ihr habt es gesehen. Au! Schweine! Nein, 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 SpongeBob überleben! Sehr gut. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Okay, das wird hoho. Genau meine Größe. Frisch wird langsam richtig anstrengend hier. Nein, 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 nein. SpongeBob, komm, überlebt das. Oh Gott, ist da nur ein zweiter? Oh no, Gott, sind da viele. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Nein, no, no. Ich will das Ding nicht. Ei. Wie komme ich denn hier? Oh, no, no, no. Wow. Ey, Leute, das ist echt schwer, Mann. Wie komme ich denn hier unten an den Wänden ran? Komm mal auf das Ding. Okay, cool, ich hab's überlebt. Nice, nice, nice. Geschenke öffnen ist. Boah, beinahe bin ich gestorben. Ouch. Weil ich die Punkte geholt hab. Nein, beinahe bin ich gestorben, weil ich die Punkte geholt hab, ey. Puh, das war gar nicht so leicht. Gut gemacht, SpongeBob. Na, Mr. Blase. Gehen los. Hallöchen, SpongeBob. Kumpelblase! Mehr nicht? Ich sage ich mal Kumpelblase. Ein neuer Schwamm! So, wo dürfen wir denn jetzt hin? Frisch! Wer schmeißt damit Dinge auf mich? Okay. Lamp-Sickles. Ich fühle mich wie ein Den Roboter nehmen wir auch noch mit dir. Und boom! Auf den Fisch. Ja. Hab ich wohl zugemacht, die Luke. Kann keine Waffen schießen. Ah, hier unten darf ich wieder rollen. Rollen wir noch ein bisschen. Hallo, Rolli, Rolli. Roll, roll, roll den Schwamm. Die Seenadel.
Oh, das sieht sehr spannend aus. So, mein Junge, na, Mr. Krabs steht da. Und ihr da draußen wartet bestimmt auch. Die nächste Folge gibt's in einer halben Stunde. Jeden Tag 2 Folgen SpongeBob. Danke fürs Zugucken, ich bin draußen. Genau, SpongeBob macht ein bisschen Musik mit seiner Nase. Und würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, wenn es euch gefällt. Mir persönlich macht das Let's Play sehr viel Spaß. Und genau, er ist genauso geschockt wie ich, dass SpongeBob, dass die Folge vorbei ist. Aber kommt gleich eine Leute. Deswegen bleibt dran und lasst ein Like da. Ich bin draußen, macht's gut, Leute. Ciao, ciao.